Men's World Cup is held in Germany, Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen hier zur 55. U19 Trophy. Es ist angerichtet, wenn ich mich hier umschaue, am Flingerbroich im Paul-Janis-Stadion. Das Flutlicht brennt und wir freuen uns, als Sportstadt TV dieses Event hier begleiten zu dürfen. Wir sind zum ersten Mal heute live auf Sendung. Wir werden das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen die japanische Jungauswahl live übertragen. Über die komplette Spielzeit gibt es hier das ganze Spiel bei uns bei Sportstadt TV und wir werden das komplette Osterwochenende, der Karfreitag ist natürlich frei, alle Spiele live übertragen. Alle 25 Spiele wird es hier geben mit schönem Live-Kommentar. Und ja, wir können Sie nur hier ganz herzlich begrüßen in Düsseldorf, ausgerichtet vom Traditionsverein BV04 hier in Düsseldorf, wird es hier an diesem Osterwochenende Jugendfußball der Spitzenklasse zu sehen geben und wir freuen uns sehr, Sie hier auf unserem Sender begrüßen zu dürfen. Wir können ein bisschen ausblicken auf das Wochenende. Es spielen hier traditionsreiche Clubs mit, der FC Liverpool ist mit dabei, aber auch Fortuna Düsseldorf, hier der Lokalpatriot, der quasi hier ein Heimspiel hat an alter Wirkungsstätte, dem Paul-Janis-Stadion. Und ja, wir freuen uns auf die Partie, wir freuen uns auf das gesamte Wochenende mit Ihnen hier das Turnier begleiten zu können. Und wenn wir mal zurückblicken, auch das muss erlaubt sein, hier haben Jungstars wie Michael Owen, Kaká oder auch Kevin Kurani ihre ersten Einsätze feiern dürfen, wurden hier entdeckt. Und wir sind gespannt, wen wir heute und in den nächsten Tagen hier vor unserer Kamera sehen, der dann vielleicht in ein paar Jahren in der Champions League oder auch in der Nationalmannschaft zu sehen ist. Ich wünsche viel Spaß an dieser Stelle. Und melde mich dann gleich von oben. Ja, vielen Dank unten ans Feld an den Max. Ja, ich habe die Ehre, dieses erste Spiel zwischen der japanischen Highschool-Auswahl und Fortuna Düsseldorf zu kommentieren. Kurz fangen wir einfach mal mit dem Modus an. Zwei Fünfergruppen gibt es. Jeder spielt gegen jeden innerhalb der beiden Gruppen. Gespielt werden zweimal 45 Minuten und am Ende gibt es auch ein. So, herzlich willkommen noch einmal hier zur zweimal 25 Minuten. Und in der Vorrunde gibt es auch ein Unentschieden. In den Endrunden, Platzierungsspielen, gibt es dann im Zweifel ein Elfmeterschießen. Eine glatte rote Karte führt zum Turnierausschluss. Eine gelb-rote Karte, ein Spiel Sperre. Gelbe Karten kommen nicht ins nächste Spiel, das heißt, es gibt dort keine weiteren Folgen, wenn man nur eine gelbe Karte in einem Spiel bekommt. Mit der Nummer 18 Mizuki Ando und mit der Nummer 19 Kiyosuke Hashimoto. Kommen wir zur Fortuna, die startet mit der Nummer 1 Robin Offhaus, mit der Nummer 3 Moritz Mosa. Die beiden Mannschaften begrüßen sich, werden gerade hier vom Stadionsprecher vorgestellt. Den Japanern scheint es noch etwas kälter hier in Düsseldorf zu sein. Während die Fortuna-Spieler, die U19 der Fortuna, schon in Trikots auf dem Feld steht. Mit der Nummer 15 André Kubavic und mit der Nummer 19 Nico Werner. Schiedsrichter der Partie sind heute Julian Dietze und an der Linie stehen Michael Nuhr und Sven Schreiber. So, die Platzwahl ist beendet und wir haben es gesehen, die beiden Mannschaften haben sich für eine
einen Seitenwechsel entschieden. Das heißt, wir werden die Fortuna in der ersten Hälfte von links nach rechts sehen und die Japaner von der anderen Seite von rechts nach links. Es gibt gleichwohl, ja, erstmal sehen wir den Mannschaftskreis der Fortuna Düsseldorf. Ja, aber der ist ja offiziell der 17. Ja, genau. Was denn? Ja, gibt's halt nochmal. Das ist ein Überraschungsname. Das ist nicht so ein Fantasiename eigentlich. In den Kinderbüchern. In der Mitte des Spielfeldes ist noch ein Ehrenanstoß mit dem Stadtdirektor. Mit Burkhard Hinsche. Der ist jetzt erfolgt. Die Japaner vor uns direkt haben gerade sich warm gemacht. Die ersten 11 laufen aufs Feld. Und dann kann die 55. Auflage der U19 Trophy auch in Bälde beginnen. Wenn das Mannschaftsfoto der Japaner noch erfolgt ist. Die Feierlichkeiten sind beendet und dann können wir loslegen. Die Japaner bereiten sich nochmal vor. Nochmal ein Kampfschrei. Die Japaner werden das Turnier beginnen mit dem Anstoß. Und das Spiel läuft, die 55. U19 Champions Trophy beginnt. Allen Mannschaften ein gutes Gelingen. Und zur Information, zwischen den Spielen gibt es eine kurze Pause. Heute ja nur 2 Spiele und der Trippelsieger Red Bull Salzburg beginnt dann morgen früh gegen eben diese Fortuna, die wir heute sehen. Der Aufbau der Japaner geht ins Aus. Ah, oder doch die Abseitsposition. Fortuna probiert es mit dem langen Ball, aber erstmal die Japaner da, aber körperlich die Fortuna ein bisschen stabiler, kommen gut in die Zweikämpfe hinein. Aber ein schön abgelaufen der Ball von Matsumoto. Und dann einfach hoch und raus den Ball. Ball vom eigenen Tor weghalten ist erstmal die Devise. Die Japaner, die ja schon eine kleine Spritztour durch Westeuropa gemacht haben, in den Niederlanden gespielt haben, gegen den ersten FC Köln gespielt haben. Und da 2 gute Siege gemacht haben, also Jetlag werden wir bei den Japanern nicht vermuten. Und bei der Fortuna sowieso nicht, die spielen ja hier zu Hause. Es ist ja auch die Trainingsstätte von Fortuna Düsseldorf hier. Jetzt abseits angezeigt vom Linienrichter. Japaner versuchen es weiter mit weiten Bällen, hohen Bällen, aber die Abwehr von Fortuna steht dort hinten sicher. Verschiebt da schön. Jetzt vielleicht über die rechte Seite die Fortuna, das erste Mal gefährlich in Richtung Strafraum, aber Flankenversuch wird gut abgeblockt und die Japaner wieder mit dem weiten Ball hinaus.
aber nach vorne läuft bei den Japanern bisher noch nicht viel. Jetzt vielleicht schnell über die linke Flanke, aber zu weit für Taishi Matsumoto. Aber auch auf der anderen Seite fällt der Fortuna noch nicht viel ein. Jetzt mal ein Foulspiel im Mittelfeld durch Joshua Loves. Ah, Passungenauigkeit bei den Japanern. Aber bisher beide Defensivreihe mit sehr, sehr gutem Stellungsspiel. Jegliche Angriffsbemühungen werden ja doch im Keim erstickt. Zu weit vorgelegt von Mikuni. Es bleibt dabei einmal der Ball im Strafraum der Japaner. Das ist das Einzige, was man bisher gesehen hat. Aber es ist ja auch noch das erste Turnierspiel. Jetzt kommt er völlig frei. Koma und ganz knapp rechts vorbei. Konnte da auf dem linken Flügel durchbrechen. Und dann können wir noch mal drauf gucken. Schöner Einwurf von Dastan. Ah, Wiederholung bricht leider dann doch ab. Das erste Mal die Japaner in Tornähe, aber kein Problem für den Düsseldorfer Torhüter. Und es geht wieder über die linke Seite. Allerdings ist Abseits angezeigt. Jetzt kommt nochmal die schöne Chance da von eben durch Kummer, der da guten Zug zum Tor hat. Aber mit dem rechten Bein. Das lange Eck anvisiert, vielleicht 2 Meter am Tor vorbeischiebt. Die bisher größte Chance aus der 4. Spielminute. Jetzt die Japaner, nee, gut geklärt da von Dastan, der auf den eigenen Torhüter zurückgibt. Dann aber Probleme im Aufbau, jetzt völlig frei. Kommt da Turikai in den Strafraum, aber der Düsseldorfer Torhüter kann den Ball abfangen, sicher klären, bevor Gefahr wirklich ausgeübt wird aufs Düsseldorfer Gehäuse. Die Japaner haben jetzt etwas mehr Feuer nach vorne entwickelt. Schön der Fernschuss, und das ist das 1:0. Schöner Fernschuss da. In der 8. Spielminute, 7 Minuten und 15 Sekunden waren gespielt. 1:0. Und die Japaner führen mit 1:0. Shuto Machino mit dem 1:0, wirklich ein astreiner Treffer, vielleicht der Düsseldorfer Torhüter ein bisschen zu weit vor seinem Gehäuse, aber der Fehler passierte vorher im Aufbau und so steht es
wie gesagt, 1-0 für die Gäste. Und jetzt sehen wir nochmal diesen Traumschuss. Ja, ich würde schon sagen, 30 Meter Entfernung. Keine Chance für den Torhüter. Oben rechts im Winkel schlägt es ein. Eigentlich die Fortuna bisher mit den besseren Chancen. Aber wer das Tor am Ende trifft, hat am Ende auch recht. Jetzt wieder weiter Ball. Der Japaner wird gut abgefangen von der Fortuna Defensive, die sich da einen kleinen Schnitzer hat geleistet. Und die Japaner spielen wieder hinten rum. Ah, Stockfehler da vom Mittelfeldspieler der Japaner. So, schnell soll es gehen. Da wird Kummer gesucht, nicht gefunden, aber der zweite Ball bleibt bei der Fortuna. Ah, und dann auch wieder die Vorlage in den Strafraum. Zu weit für den Mittelstürmer. Der japanische Torhüter überlegt noch. Kummer sitzt ihn da. Ah, ein bisschen unter Druck, aber am Ende ist es dann doch ein leichtes, den Ball aus der eigenen Hälfte rauszubringen. Ah, aufgestützt, sagt der Schiedsrichter da. Aber die Freistöße bei der Fortuna landen dann doch immer bei den aufmerksamen Verteidigern aus dem Sonnenstaat. Zehn Minuten sind jetzt rum. Ah, und ja, Kummer, da muss er aufpassen. Kriegt auch natürlich die Ermahnung vom Schiedsrichter, dass er den Ball danach dem Pfiff nicht nochmal aufs Tor bringen soll, nicht wegschlagen soll, aber ich finde es auch in Ordnung, dem Spieler erstmal zu sagen, so, ich habe es gesehen, das machst du bitte nicht nochmal, bevor man direkt zur Karte zückt. Ja, die Japaner mit der 1-0-Führung sind jetzt erstmal auf Ballkontrolle aus, jetzt vielleicht schnell über die rechte Seite. Der Ball kommt tatsächlich an auf dem rechten Flügel. Die Flanke dann zu ungenau, wird locker abgelaufen von Nico Werner. Und erklärt es souverän. Melva Luzalunga ist der Mensch, der Spieler für die Fortuna, der auf der rechten Seite bisher alle Einwürfe getätigt hat. Hat also starke Arme, bringt den Ball auch da über. Ja, ein Viertel, Drittel Feld weit. Jetzt schöner Seitenwechsel von Werner auf die linke Seite. Aber Azizar kommt nicht ran. Und die Japaner machen das, was sie schon das ganze Spiel machen. Bälle einfach hinten hoch, weit raus. Diesmal trifft allerdings Riku Hirosu den Ball nicht richtig, rutscht ihm etwas über den Fuß und deswegen gibt es wieder den nächsten Einwurf für die Fortuna. Jetzt Fehlpass, der Japaner schön antizipiert da von Nico Werner über die rechte Seite. Aber der Pass in die Mitte zu ungenau, aber Werner setzt nach, kommt aber ja, gegen zwei, drei Japaner nicht an. Aber die Fortunen wollen natürlich den Ausgleich erzielen. Schön der Ball durchgesteckt, rechts an die Strafraumgrenze zu Ito. Klingt japanisch, spielt aber bei der Fortuna.
Ja, und dann die nächste weite Befreiung durch den Torhüter. Gute Einwurfgelegenheit für die Japaner, Entschuldigung. Die über die rechte Seite, aber dann gibt es den ersten Eckball. Da bewegt sich Danto Sugiyama hin. Wird den Ball hereingeben bei der Fortuna. Nur der erste Pfosten besetzt. Eckball kommt gut rein, aber kein Problem für Otthaus, der im 5-Meter-Raum auch angegangen worden ist. Deswegen hat der Schiedsrichter schon direkt abgepfiffen, aber der Ball senkte sich gefährlich am zweiten Pfosten herunter. Ballhoheit in der zweiten Etage bei den Kopfbällen bei der Fortuna. Jetzt über die rechte Seite ist es Frank Ananou. Doppelpassspiel, versucht den Ball nochmal zur Mitte zu geben. Das misslingt jetzt vielleicht. Nein, die Japaner stellen sich da sehr gut gegen den Angriff der Fortuna. Und jetzt vielleicht sehr schnelle Konter. Aber souverän da verteidigt vom Fünfer der Fortuna von Joshua Loves, der sich dann auch mal mit ins Angriffsspiel einschaltet, den Ball gut durchsteckt, Ball in die Mitte, zurückgelegt nochmal, bisschen zu verspielt vielleicht von der Fortuna. Gute Chance, aber am Ende André Kubaric, ja, aus spitzem Winkel, es kommt die erste Ecke für die Fortuna. Auch hier bei den Japanern nur der erste Pfosten besetzt. Eckball wird hereingegeben, aber gut geklärt. Zweite Chance. Wieder an den langen Pfosten. Nochmal die Kopfballbefreiung für die Japaner, die den Ball wieder hoch weit rausbringen. Und die Fortuna kommt wieder, drückt. 16 Minuten gut gespielt. Und weiter 1:0 die Führung durch oder für die Japaner. Ist wieder mit dem weiten Ball auf die Flanke, auf die rechte Seite versuchen. Der Ball kommt an, in die Mitte gegeben und gerade kriegt er noch ein Fortuna. Das Bein rein und jetzt sehen wir nochmal die gute Chance, die beste Chance vielleicht für die Fortuna von vor ein paar, ja, von einer halben Minute. Die Flanke wird zwar noch abgefälscht, aber dann ja, ein bisschen zu verspielt, wie ich gesagt habe. Aus spitzen Winkel, aber die Japaner werfen sich da auch mit Mann und Maus hinein. Musste der japanische Torsteher gar nicht erst eingreifen. Jetzt also die zweite Ecke für die Highschool-Auswahl. Und da ist das 2:0. Flanke oder Ecke kam rein auf den kurzen Pfosten. Und dann stand da ein Japaner relativ frei, hat sich da reingeschlichen. 2:0 steht's. Sakus Nikuni.
Das Ganze in der 18. Minute. Also zwei Tore vor für die Japaner in der ersten Halbzeit. Jetzt ein Fehlpass der Fortunen in der eigenen Hälfte. Aber dann gut geklärt und abgepfiffen jetzt die Wiederholung des Tors nochmal. Ja, da steigt Mikuni aber deutlich höher als seine Gegenspieler und hat dann kein Problem gegen die Laufrichtung von Otto Offhaus einzunetzen. Zum 2:0. Was die Japaner einfach mit ihrer Defensivleistung gut machen. Fortuna gibt nochmal die Flanke rein, aber der Ball wahrscheinlich schon vor der Flanke im Aus. Japanische Torhüter lässt sich viel Zeit mit dem Abstoß. Diesmal soll es über die linke Seite gehen. Fortuna ist kurz nochmal dazwischen. Ah, zweiter Ball. Landet wieder bei der Fortuna. Etwas Glück ist dabei. Jetzt Balleroberung der Fortuna, aber die Japaner ziehen sich schnell zurück, sind sehr, sehr defensiv jetzt aufgestellt. Jetzt vielleicht mal mit dem langen Seitenwechsel. Abseits verdächtig, aber Linienrichter hebt gar nicht erst die Fahne, weil er sieht, die Japaner kommen dran. Die Fortuna muss hintenrum spielen mit Offhaus. Jetzt setzt sich da über die linke Seite Nico Werner gut durch. Werner an der linken Eckfahne. Direkt wieder zwei Japaner da. Da muss in der Mitte Platz sein. Da trifft dann den Ball nicht. Ito hat da den Ball wohl nicht richtig getroffen. Eigentlich eine gute Schussposition aus 16 Metern, aber links am Gehäuse vorbei. 5 Minuten sind es noch etwa in der ersten Halbzeit. Ja, und auch die Fortuna versucht es immer wieder mit den langen Bällen, aber die Japaner stehen da sehr, sehr gut. Jetzt aber vielleicht mal die Chance. Beiden Ball abgefangen vom Torhüter. Aber inzwischen ist es fast eine Fünferkette, die wir bei den Japanern da hinten sehen. Den Abwehrriegel gilt es nochmal zu knacken für die Fortuna. Ah, jetzt wieder ein Fehlpass. Ähnlich ist das 1:0 für die Japaner. Entstanden diesmal passt die Fortuna Defensive aber besser auf. Schöner Seitenwechsel quer übers halbe Feld. Auf der rechten Seite wird der Kubaric gesucht und gefunden. Und da dann gut gelöst von Larfs. In der eigenen Hälfte mit dem Kopfball zurück an den eigenen Torhüter. Und er bringt den Ball wieder ins Spiel. Aber die Japaner mit ihrem 4-4-2 sind da gut aufgestellt. Machen die Räume für die Fortuna eng. Jetzt vielleicht mal Ball schön durchgesteckt. Ein bisschen weit vielleicht für Ananou.
Aber weiter Ballbesitz für die Fortuna. Aber die Japaner drücken, pressen die Fortuna immer wieder aus vom eigenen Strafraum weg. Zwingen die Fortuna darum, hintenrum zu spielen. Jetzt vielleicht, wenn es schnell geht. Nein, auch da wieder zwei Japaner dazwischen. Schusschance. Und dann verpasst in der Mitte einer. Das war Nico Werner. Zum Einwurf geklärt. Und jetzt Werner wieder. Sollte gesucht werden, allerdings abseits angezeigt. Und deswegen wieder der weite Ball des japanischen Torstehers. Eine Minute noch. Jetzt schnell gemacht das Spiel von den Japanern. Über die rechte Seite. Bei denen geht viel über rechts. Schöne Flanke. Und in der Mitte steigt einer hoch. Aber schön von Otto aus dem Ball aus der Luft gepflückt von Matsumoto. Der stand aber auch aus meiner Sicht viel zu frei. Zentral im Strafraum. Da kann sich die Fortuna beim aufmerksamen Torhüter bedanken, dass es da nicht zum dritten Mal eingeschlagen hat. Ja, jetzt leichter Trikotzieher. Schiedsrichter lässt es aber laufen. Es bleibt ja auch beim Ballbesitz für die Fortuna. 10 Sekunden, dann sind die ersten 25 Minuten offiziell vorbei und schon wieder steht ein Fortuna da auf dem linken Flügel im Abseits. Und ganz pünktlich pfeift der Offizielle ab und ja, dann gehen wir in die erste Halbzeitpause in die Werbung. When 700 table tennis players from around the world gather in Germany. When 350 volunteers live their passion. When 200 umpires and officials run the show perfectly. When 55,000 spectators raise the roof. Where fans are family. Where athletes feel at home. When the tension reaches its peak and everything revolves around a single ball, then it's time for the biggest competition in table tennis. The Liebherr 2017 World Table Tennis Championships in Düsseldorf. Be part of it. Ah, es soll nur eine kurze Pause eigentlich geben. Mannschaften sind auch. Ich sehe doch, die Fortuna ist auf dem Platz geblieben. Hier sehen Sie ja da im Kreis, die japanische Mannschaft hat sich auf ihre Bank zurückgezogen. Und bei Facebook könnt ihr uns natürlich unter Sportstadt TV erreichen. Und wir freuen uns natürlich auf Anregungen und Kritik zu den Übertragungen, die wir hier machen. Und oh. Dann frage ich mal den Max,
der hier bei mir ist, wie er die erste Halbzeit so gesehen hat von dieser U19 Champions Trophy. Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen, dass die Qualität schon durchaus hoch anzusiedeln ist. Die Japaner machen hier Druck, sind hier angereist, um natürlich die Trophy zu gewinnen. Das haben sie vorher angekündigt. Und das Tempo ist für eine Jugendmannschaft dann doch sehr, sehr gut. Und wie du während des Kommentars richtig festgestellt hast, sind die Japaner defensiv sehr stark, machen die Räume schön eng, attackieren sehr früh. Das machen die wirklich gut. Fortuna fehlen da bisher die Mittel, zu Chancen zu kommen, bis auf die beiden, die sie hatten. Und die Japaner waren dann auch einfach eiskalt vor dem Tor, effektiv. Und führen damit durchaus verdient mit 2:0 nach der ersten Hälfte. Und ich denke, das war sehr vielversprechend für die zweite und natürlich auch für das gesamte restliche Turnier. Ja, vielen Dank, Max. Schiedsrichter hat schon gepfiffen, die Fortuna kommt auch zurück aufs Feld. Die Japaner sind da immer noch in ihrer Besprechung. Und ja, jetzt bewegt sich auch mal der Linienrichter zur japanischen Mannschaft, zur Bank und fordert sie auf, bitte weiterzumachen. Und sofort, jetzt sieht man es rechts im Bildanschnitt, kommen sie auch aufs Feld. Fortuna hat in der zweiten Hälfte den Anstoß. Ja. Jetzt schauen wir noch, ob es Spielerwechsel gegeben hat. Letzte Anweisung gab es auf jeden Fall noch an Hashimoto vom Trainer. Und die zweite Halbzeit wird eröffnet. Wie gesagt, von der Fortuna direkt wieder zwei Japaner, die da hart auf den Ballführenden zugehen. Den Ball dann auch erobern, aber dann ja, im offensiven Mittelfeld kommt die Fortuna schon wieder in Ballbesitz. Aber weiter das Vorchecking der Japaner. Jetzt ein Fehlpass, der dann von Narvs schön einfach nur ins Aus abgelaufen wird. Eine gute Balleroberung von den Fortunen im Mittelfeld. Vielleicht die Verlagerung. Ja, bei den Japanern ging viel über die rechte Seite in der ersten Halbzeit. Bei der Fortuna eher über links. Aber man sieht auch hier wieder, die Japaner sind immer schnell am Ballführenden. Und ja, setzen so einfach mit gutem Stellungsspiel, mit schnellen Beinen die Fortuna immer unter Druck. Auch Offhaus lässt sich jetzt, nein, es war natürlich nicht Offhaus, Hirosu lässt sich da viel Zeit. Ein Japaner bleibt da jetzt liegen. Hashimoto ist das. Genau an der Mittellinie. Gab dann einen unglücklichen Zusammenprall. Und die Fortuna nähert sich wieder langsam dem japanischen Gehäuse. Aber auch da wieder zwei Mann am Ballführenden. So ist es halt schwer, einen kontrollierten Spielaufbau zu veranstalten. Und dann auch das haben wir in der ersten Halbzeit gesehen. Die Japaner immer wieder mit den weiten Bällen raus. Jetzt vielleicht schöne Reingabe von Engels. Aber er findet keinen Abnehmer. Jetzt der weite Schlag nach vorne. Da wird Ando gesucht, aber gut aufgepasst von der Verteidigung der Fortuna. Die ihrerseits auch den weiten Ball nach vorne machen. Jetzt vielleicht setzt sich da auf der rechten Seite einer durch. Nein, wieder
sind zwei Japaner da und können den Angriff im Keim ersticken. Jetzt erobern sie auch mit dem Pressing den Ball. Aber die Fortuna-Abwehr zum Glück mit mehr Spielern hinten als die Japaner pressen. Und so konnten sie auch wieder sich hier den Ball erobern. Die Fortuna tut sich schwer. Ja, leichter Schubser da. Dann wird nochmal nachgegangen. Klarer Freistoß für die Japaner. Das war da Nico Werner, der da sehr, sehr rustikal zu Werke gegangen ist. Aber Schiedsrichter lässt es auch hier bei einer Ermahnung noch keine gelben Karten. Weiter Abschlag, wird wieder rausgeholt von den Fortunen. Und ein gefährlicher Fast-Fehlpass. Ja, Ball geht ins Aus und dementsprechend tatsächlich kann man es als Fehlpass einordnen. Und Japaner mit der 2-0-Führung im Rücken. Ja, versuchen jetzt es wieder mit dem weiten Ball. Aber der kommt nicht an. Wieder wechselt der Ballbesitz. Jetzt vielleicht über die linke Seite. Nein. Da ist Okta eine Sekunde zu früh gestartet. Steht im Abseits. Die Abseitsfalle der Japaner funktioniert da auch hervorragend. Aber die Fortuna gibt sich natürlich nicht auf, hat auch noch 20 Minuten Zeit, also erst 5 Minuten rum in der zweiten Halbzeit. Das war ungefähr der Zeitpunkt, wo das 1-0 fiel. Aber im Moment muss man sagen, kontrollieren die Japaner sehr, sehr geschickt das Geschehen. Wieder der weite Ball von Hirosue nach vorne auf den linken Flügel. Der kommt an bei Ando. Ah, da fehlen die Mitspieler. Auch die Fortuna doppelt da den Ballführenden. Aber weiter die Japaner. Jetzt ziehen sie den Kreis immer enger. Schöner Seitenwechsel. Mit etwas Glück kommt er an bei Mikuni. Aber dann jetzt. Vielleicht ein Laufduell und dann kommt der Fortuna in Ballbesitz und dann vergibt er das leere Tor. Nico Werner kann es selbst nicht fassen. Lässt da erst Hirosue schlecht aussehen. Und dann, ja, eigentlich das leere Tor, hat ganz viel Zeit. Vielleicht zu viel Zeit zum Nachdenken. Japaner erstmal mit dem nächsten Aufbau. Ah, wieder gut von der Fortuna dazwischen gegangen. Aber auch die Japaner erobern sich wieder den Ball. Ando setzt sich da aber nicht durch. Freistoß und dann können wir vielleicht nochmal auf die Chance von ihm, von Werner gucken. Gefährlicher Rückpass. Aber dann hier Werner sich vielleicht, na, Laufduell, ja, und dann kommt der Fortuna in Ballbesitz und dann vergibt er das leere mit Tor. Mit dem linken Bein rechts am Tor vorbeigeschoben. Das hätte eigentlich das 1-2 aus Düsseldorfer Sicht sein müssen. Und jetzt da klares Trikot ziehen von Lars und das gibt zu Recht die gelbe Karte. Hat da Shuto Mancino
von hinten deutlich gezogen. Das Ganze in der 34. Spielminute. Schiedsrichter zeigt da Kaneko, der da am Ball zeigt, ja, erst auf meinen Pfiff geht's los. Jetzt ist der Ball freigegeben, aber die Flanke gut abgefangen von der Fortuna. Aber Japaner, auch sie spielen erstmal hinten rum. Sind schnell auf dem Bein, aber dann gut gestört. Ball ins Aus und Tor ab für die Fortuna. Gute Viertelstunde bleibt ihnen noch. Vielleicht der japanische Torhüter wieder weit vor dem eigenen Tor, aber diesmal gut geklärt von Mikuni. Ball aus der Gefahrenzone rausgebracht, aber ein gut nachgesetzt von der Fortuna. Kommt noch in der gegnerischen Hälfte im Ballbesitz, aber die Pässe auch oft ein bisschen ungenau. Jetzt Kontergelegenheit, aber auch das gut verteidigt von Larvs, dem Gelbsünder von eben. Die Fortuna versucht es nochmal über die rechte Seite. Versucht sich Anunu durchzusetzen. Immerhin holt er den Eckball raus, den er dann auch wieder reinbringen wird. Diesmal nur ein kurzer Einwurf von ihm. Und die Japaner durch das Doppeln kommen da wieder schnell in Ballbesitz. Aber die Fortuna drückt noch nicht mit aller Macht nach vorne, ist hinten noch stabil genug. Sind ja auch noch 15 Minuten zu spielen, etwas weniger. Jetzt mal vielleicht über die linke Seite, nee, gut. Dazwischen gegangen, auch die Flanke gut antizipiert von den Japanern, aber auch die Fortuna passt hinten gut auf, oder an der Mittellinie ist es schon. Schaltet sich da der Verteidiger mal ein, Montag ist das, Moritz Montag. Aber Schuss wird weggeblockt von den Japanern. Von Heim und die Japaner bereiten den ersten Spielerwechsel vor. Ijima macht sich da bereit. Der Schiedsrichter hat es noch nicht gesehen. Jetzt hat er es gesehen, winkt aber ab. Dann gibt es wohl bei der nächsten Unterbrechung den ersten Spielerwechsel, den wir hier im Spiel sehen. Fast der Ballverlust für die Fortuna. Hat da ein bisschen Glück, dass sie da nicht in den Konter laufen. Die japanische Stürmer wirklich sehr, sehr aggressiv. Dann bleibt der Fortuna nur der weite Ball in die gegnerische Hälfte, aber dann ist der Ball weg. Und jetzt im Aus. Jetzt der Wechsel angezeigt. Und runter geht die 9, das ist Shuto Machino. Und Riku Ijima neu jetzt im Spiel. Ist da auch direkt im Zweikampf mit der Balleroberung, also guter Einstand für den neuen Spieler.
Aber dann verzettelt er sich. Ja. Ich habe da ein leichtes Foul von ihm gesehen. Hat er den Gegenspieler runtergezogen. Schiedsrichter hat die Situation anders beurteilt. Aber auch die Fortuna, ich hatte es eben schon gesagt, bleibt noch defensiv in ihrem Konzept. Es war ein Ballverlust in der eigenen Zone und eine Ecke, eine Standardsituation, die zu diesem 2:0 geführt hat. Wieder ist es Anunu, der auf der rechten Seite den Einwurf ausführen wird. Ein Missverständnis da mit Kummer und so. Der Ballverlust. Aber die Fortun, ja, zeigen eigentlich auch den Japanern ein paar, oder zeichnen den Japanern auch ein paar Fragezeichen über die Köpfe. Rein spielerisch haben die Japaner auch nicht viel aufs Tor gebracht, aber wie gesagt, haben dann die eine Standardsituation ausgenutzt. Da sehen wir den nächsten Wechsel. Runter geht Hashimoto und Yuta Sato kommt aufs Feld für ihn. Ja, und auch schön zu sehen, die Kontrolle, dass die Hose unter der Hose die gleiche Farbe tragen muss. Zehn Minuten noch zu spielen. Im Eröffnungsspiel der 55. Auflage des U19 Cups, der zum ersten Mal hier am Flingerbruch ausgespielt wird. Wie gesagt, der Titelverteidiger, der dreifache Titelverteidiger Red Bull Salzburg, greift dann erst morgen ins Turniergeschehen ein. Wird dann für die Fortuna wahrscheinlich heißen, dass sie recht schnell in die Betten gehen, da sie morgen früh direkt das erste Spiel halt gegen Red Bull Salzburg ausüben müssen. Das zweite Spiel am heutigen Tag ist dann der Turnierausrichter der BV04, der ab 7:45 Borussia Mönchengladbach empfängt. Jetzt kein Abseits, aber Ball zu weit vorgelegt für Mikuni. Und deswegen wieder Tor ab für die Fortuna. 9 Minuten noch in der zweiten Halbzeit. Und wenn der Schiedsrichter bei seinem Konzept bleibt, dann wird es auch hier keine Nachspielzeit geben. Wenn es bei 2 Toren keinen Grund gibt, für ihn nachzuspielen, dann gibt es bei 2 Auswechslungen eine kurze Verletzungsunterbrechung gab es in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich auch kein richtiger Grund, hier noch viel nachspielen zu lassen. Jetzt der erste Spielerwechsel bei der Fortuna. Ahmed Azizra macht sich da bereit. Und runter geht Vincent Schaub, also ein Mittelfeldspieler, für einen Defensivspieler gebracht. Also etwas offensiver jetzt wahrscheinlich die Ausrichtung für die Fortuna. 8 Minuten sind es noch. 2 Tore müssen sie eigentlich aufholen. Aber gegen diese gut postierte Viererkette ist das schwer. Die dann auch noch die Abseitsfalle hier gerade schön zu sehen perfekt beherrscht. Eins ums andere Mal, da springt der Ball eigentlich an den Arm von Larfs, aber wohl nicht absichtlich aus Sicht des Schiedsrichters. Jetzt über die linke Seite, etwas Platz ist da für Oktay. Oktay, ja, dann sind schon wieder 2 Japaner da, bringt den Ball trotzdem nochmal in die Nähe des Strafraums. Dann ist es ein bisschen zu viel gestocher von Timo Bornemann. Und der dritte Wechsel bei den Japanern. Diesmal ist es Taiki Watanabe, der aufs Feld kommen darf. Wechsel bei der japanischen Highschool Selection.
und runter geht. Ja, wer geht denn runter? Noch hat sich da keiner ausgeguckt. Ja. Ah, hinten auf der anderen Seite steht da ein Spieler. Ah, Nummer ist noch nicht zu erkennen. Das ist die 7, Taishi Matsumoto. Und das macht es für die Fortuna nicht einfacher. Ist ein Mittelfeldspieler, geht runter, ein Verteidiger kommt drauf. Gut, bei einer 2-0-Führung, 6 Minuten vor dem Ende, spricht da natürlich auch viel für eine defensivere Ausrichtung. Jetzt holt Ananu einen Freistoß raus, allerdings noch im Mittelfeld, also keine direkte Gefahr für das Tor von Hirosue. Ah, schlechter Ball vom Montag. Pana gehen dazwischen. Ah, da wird um jeden Zentimeter jetzt im Mittelfeld gekämpft. Abseits aber angezeigt und deswegen kann die Fortuna erst nochmal von hinten neu aufbauen. Aber viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Die Sekunden ticken auf der Uhr herunter. Ah, schön mit der Brust vorgelegt. Jetzt der Ball da für Anunu. Aber so richtig, ja. Kommt die Fortuna weiter nicht in Strafraumnähe. Ah, da grätscht Larvs einmal herein. Verliert den Zweikampf, aber gut dann ausgebügelt hinten von Montag. Ball war wohl doch im Aus. Und die Japaner spielen schon ein bisschen auf Zeit. Da wird der Ball, der an ihm vorbeirollt, einfach vorbeigelassen. Mikuni, also auch die U19 hat das hier schon drauf, das Zeitspiel. Guter Einwurf. Und dann schön abgelaufen von Montag, der Ball geht nicht ran. Und die Fortuna, die möchte es natürlich schnell machen. 4,5 Minuten noch. Und der nächste Wechsel, das ist der 4. und letzte Spielerwechsel bei der japanischen Highschool-Auswahl. Rusei Ito geht runter. Kommt drauf, entschuldigt. Und runter geht die 18, Mitsuki Ando. Sehr auffälliger Spieler. Das ist aber Stürmer für Stürmer, also ein positionsgetreuer Wechsel bei den Japanern diesmal. Die jetzt noch etwas mehr als 3 Minuten zu überstehen haben. Und da sieht es wirklich viel, spricht für den Auftaktsieg für die Japaner aus. Jetzt auch noch versuchen zu kontern. Ah, der Seitenwechsel etwas zu lange hat er gedauert. Da hat sich die Fortuna-Verteidigung gut in Position gebracht. Allerdings, Ball konnte nur von Kummer ins Aus geklärt werden. Die Fortuna, ja, auch wieder hoch, weit raus. Die Japaner, jetzt wollen sie vielleicht doch noch die endgültige Entscheidung besorgen. Denn nichts anderes wäre ein dritter Treffer für sie. Ah, fast gefährlich von Kummer aufs eigene Tor gebracht, aber letztendlich kein Problem für Aufhaus, den Ball da aus der Luft zu pflücken. Jetzt nochmal vielleicht der Ehrentrefferball reingegeben, aber Hirosue kann den Ball abfangen.
bevor dort Nico Werner mehr anstellen kann. Da bleibt ein Japaner liegen. Das müsste Yota Sato sein. Jetzt gibt es noch eine etwas längere Unterbrechung. Aber alles wieder in Ordnung. Signalisiert er da zur Seitenlinie. Teambetreuer waren schon auf dem Weg. Und faire Geste da von Oktay, der den Ball zu den Japanern einwirft. Die dann auch direkt wieder mit dem weiten Ball nach vorne. Jetzt weiter Einwurf. Aber die Japaner, gutes Pressing, aber gutes Gegenpressing jetzt der Fortuna. Dann wieder das Gegenpressing der Japaner. Schön der Ball durchgesteckt zu Ijima, dem Eingewechselten. Und dann große Chance nochmal von den Japanern. In der Mitte hat sich da Rusei Ito, auch er ist eingewechselt worden, davon gestohlen und köpft den Ball aber nur Zentimeter über die Querlatte hinüber. Wir sehen die Wiederholung nochmal schön liegen gelassen für Mikuni mit der guten Hereingabe und dann in der Mitte kriegt den Ball nicht richtig runtergedrückt. Jetzt nicht die gute Chance für die Fortuna. Gut wieder verteidigt und dann der weite Pass nach vorne. Die Fortuna bleibt mit zwei Spielern hinten stehen. Deckt dort Ito, der da diese gute Chance da auf das dritte Tor hatte, gut ab. Abseits jetzt nochmal angezeigt. Die 50 Minuten sind um. Also 2x25 Minuten sind eigentlich vorbei. Aber es gab ja eben diese etwas längere Verletzungsunterbrechung. Aber der Schiedsrichter sagt, nee, guckt auf die Uhr, hat es auch mitbekommen. Also, die japanische Highschool-Auswahl gewinnt das erste Spiel der U19 Champions Trophy gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Handshake zwischen den Mannschaften. Und in 20 Minuten beginnt dann das Turnier für den Gastgeber, für den BV04 gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann gebe ich herunter an den Spielfeldrand zum Max. Ja, das erste Spiel dieser U19-Trophy ist jetzt schon beendet. Wir bleiben aber weiterhin dran. Ab 20.15 Uhr, du hast es gerade richtig gesagt, steigt dann Borussia Düsseldorf gegen den eigentlichen Gastgeber, nachdem ja der Gastgeber der Örtlichkeit hier gerade 2:0 verloren hat, BV04 mit ein ins Turnier. Und bis dahin zeigen wir euch, was sonst so in der Sportstadt Düsseldorf in der letzten Woche passiert ist, nämlich einiges. Unter anderem hat die Düsseldorfer EG ihre komplette Führungsriege getauscht. Es gibt einen neuen Cheftrainer, einen neuen sportlichen Leiter.